fehlt uns jetzt noch das Internet. Und zwar die Chefredakteurin von Feierabend.de, einem Webtreff für Senioren, Dr. Gabriele Hofmann-Maibaum. Ich benutze hier den Begriff Senioren. Wir haben natürlich alles Mögliche auch schon ausprobiert. Best Ager, Silver Surfer, Senioren. Bei uns ist es so, dass unsere Zielgruppe im Grunde genommen nicht 49 plus ist, sondern im Grunde genommen schon 60 plus ist. Das heißt, wir kommen wirklich in das Seniorenalter und wir sehen relativ lässig mit den Begriffen jetzt hier in dem Kontext um. In Bezug auf die Leute, die wir ansprechen bei uns im Netzwerk, benutzen wir in der Regel schon Best Ager, Silver Surfer oder Generation 50 plus oder Generation 60 plus. Ich möchte mit einigen Impressionen aus unserer Community beginnen. Das ist ein sehr typischer Fall hier. Kochliesel, unsere Nutzer haben Namen, wie bei Facebook teilweise mehr oder weniger, aber bei anderen Communities eben auch. Kochliesel ist 80 Jahre alt, Witwe. Seit November 2009 Mitglied bei uns, da war sie noch nicht verwitwet. Mittlerweile, sie hatte mir auch 79 Jahre, und auch, sie hatte 2009 auch angefangen, überhaupt mal mit dem Internet. Sie hat mittlerweile, nachdem ihr Mann gestorben ist, zwei Jahre später, den Witwer Tüfli, auch ein Nutzername natürlich, kennengelernt. Heute sind sie ein Paar. Sie leben nicht zusammen, aber sie fahren zusammen in Urlaub und unternehmen sehr viel. Die nächste Impression, etwas, worauf wir besonders stolz sind, das ist die 91-jährige Margret. Die 91-jährige Margret, die in Pforzheim lebt, hat Rosemarie kennengelernt vor 10 Jahren über feierabend.de. Die beiden haben sich nie gesehen. Die beiden kontaktieren über Mails, über mittlerweile über Skype, früher war das nicht der Fall gewesen. Sie chatten miteinander, sie kontaktieren, haben Kontakt miteinander im Grunde genommen nur über feierabend.de. Das ist jetzt etwas ganz anderes. Da hat ein Herr Graf seinen Namen genutzt, um seine Chancen bei den Damen zu erhöhen. Er hat sich nämlich als Graf ausgegeben, der ein eigenes Schloss hat. Die Damen fanden das, eine fand dann irgendwann mal heraus, dass dieses eigene Schloss, was er hatte, im Grunde genommen nur ein schlichtes Einfamilienhaus ist und hat das veröffentlicht bei uns. Es war, glaube ich, ein Shitstorm, lange bevor es diesen Namen überhaupt gab. Einige weitere Impressionen hier, wir haben sogenannte Regionalgruppen, auf die gehe ich noch ein. Das heißt, bei uns trifft man sich nicht nur im Netz, sondern auch außerhalb des Netzes, und unternimmt gemeinsam was zusammen. Diese Regionalgruppen, die man hier sieht, sind zweimal Wanderungen. Im unteren Teil, das untere Bild zeigt rechts ein Bild, unseren Gründer. Dann zwei sogenannte Regionalgruppenleiter, die Regionalbotschafter, und Frau Jung, die die Regionalgruppen betreut. Das heißt, wir haben eine eigene Mitarbeiterin, die sich genau um diese Regionalgruppen kümmert und für die Betreuung da ist. Wir haben auch, damit will ich diese Impression erstmal abschließen, das wohl größte Poesiealbum der Welt. Wir haben mittlerweile rund 260.000 Einträge in diesem Poesiealbum. Es gehört mit zu unseren beliebtesten Tools. Ich persönlich finde es immer ganz schrecklich, wenn ich das sehe.
was da so drin gepostet wird und was da drin steht, aber unsere User lieben es. So, nach diesen Impressionen einige Zahlen von Feierabend.de. Wie ich schon sagte, wir existieren seit 1998. Wir haben 750.000 Besuche pro Monat, 150.000 Unique Visitors, 170.000 registrierte Mitglieder, 10 Millionen Page Impressions. Das Durchschnittsalter ist 60 Jahre. Wir haben 55% Frauen und 45% Männer. Das ist für die Altersgruppe relativ normal. Von daher ist es nicht ungewöhnlich. Es ist natürlich ungewöhnlich, dass so viele Frauen sich einem Internet, einem Online-Netzwerk angeschlossen haben, weil ich denke, es ist für Frauen immer noch schwieriger, sich in der Online-Welt zu bewegen als für Männer. Das ist die Erfahrung, die ich mit vielen Altersgenossinnen habe, die oft wesentlich länger brauchen, bis sie einen Computer haben und sich mit dem Computer zurechtfinden und bevor sie dann hingehen. Männer haben oft in meiner Altersgruppe ein größeres technisches Interesse und sind eher bereit, sich dieser Internetwelt anzuschließen, der Technik, iPads auszuprobieren, Smartphone auszuprobieren. Und es sind auch oft die Frauen bei uns, die das zwar auch alles nutzen, dieses ganze Netzwerk, und froh sind, wenn sie es dann irgendwann geschafft haben, aber wir haben sehr viele männliche Regionalbotschafter, die den Frauen erstmal erklären müssen, wie es geht. Das ist leider immer auch noch so, diese Geschlechterverteilung. So, warum kommen Senioren zu Feierabend.de? Da haben wir mal bei uns eine Mitgliederumfrage gemacht. Sehr viele kommen über die Empfehlung von Freunden. Sehr viele kommen auch auf Empfehlung von Söhnen oder Töchtern, die gerne ihre Eltern untergebracht haben möchten, gerade wenn ein Partner verstorben ist beispielsweise. Ja, es ist halt die Kinder, die kennen das Ganze und denken auch, das ist toll, da könnte ich meine Mutter oder meinen Vater mal unterbringen, haben ja auch was zu tun, kommen auch mit dem Ganzen mal zurecht, ist ihre Altersgruppe. Sehr viele, man muss sagen, wir haben am Anfang versucht, explizit, also 1998, versucht, Mitglieder zu gewinnen. Wir haben damals, wir haben verschiedene Bereiche ausprobiert, wir haben Printwerbung gemacht, wir haben mit Google Werbung gemacht, wir haben SEO-Optimierung gemacht, wir haben alles Mögliche schon probiert, stellen aber fest, dass das im Grunde genommen nicht ausreichend Mitglieder bringt. Das ist wirklich diese Empfehlungsschiene, die am weitesten geht. Am Anfang hatten wir noch viel Pressearbeit gemacht. Das war auch sehr wirkungsvoll, weil 1998 waren natürlich Senioren im Internet, war noch eine kleine Sensation gewesen, da ist die Presse drauf abgefahren. Mittlerweile ist es ja auch relativ normal, das ist irgendwie nichts mehr, was die Presse besonders interessiert. Wir warten weiterhin auf diese Empfehlungsgeschichte, wir haben teilweise Anzeigen, aber im Grunde genommen nur auf Gegengeschäftsbasis, unter anderem auch mit Viva. Da haben wir auch Anzeigen von uns. Die Pressearbeit machen wir immer noch, kommen immer wieder auch mal ins Gespräch, aber es ist natürlich nicht mehr der Erfolg, das 1998 nochmal war. Interessant ist hier auch noch, dass viele kommen, um eben Bekanntschaften zu schließen, Geselligkeit zu finden, eventuell auch einen Partner zu finden. Es kommen auch relativ viele über unsere Aktionen, auf die ich dann später nochmal genauer eingehe. Ich habe hier mal versucht, unsere Säulen zusammenzustellen. Also was ist der Hintergrund? Was hat letztendlich Feierabend.de zu dem gemacht, was wir heute sind? Es ist einmal, wir haben natürlich sehr früh begonnen, es ist ein richtiger Zeitpunkt, wir sind ein Traditionsunternehmen im Grunde genommen. Wir haben versucht, unsere Angebote auf die Zielgruppe zuzuschneiden, darauf gehe ich noch ein bisschen näher ein. Wir haben uns aber auch als kostenloses Angebot von vornherein über Werbung finanziert und ich denke, es war auch sehr wichtig, das von vornherein als Konzept mitzuhaben, weil wir haben mittlerweile auch einige Mitbewerber, die anders herangegangen sind und denen das so nicht gelungen ist. Wir haben die sogenannten Feierabend-Scout-Tests, das ist eine eigene Marke bei uns, das sind Produkttests, Produkte aller Art getestet, die sowohl bei unseren Werbepartnern als auch bei unseren Usern sehr beliebt sind.
Es ist uns gelungen, auch so im Bereich des Seniorenmarketing uns zu positionieren. Wir haben einige Kooperationen laufen, die irgendwie sehr effektiv waren. Ich gehe auch darauf noch näher ein. Und wir haben natürlich auch unsere Regionalgruppen. Das heißt, wir haben diese Verbindung der virtuellen mit der realen, mit der physischen Welt. Was wir machen bei feierabend.de ist im Grunde genommen immer ein großer Balanceakt zwischen Kunde-Werbepartner und Kunde-Nutzer. Und das muss immer wieder geleistet werden und muss ausgeglichen werden. Die Angebote, was bieten wir an? Wir haben mehrere Internetumfragen miteinander mit dem verglichen, was unsere eigenen User sagen, welche Themen sie besonders interessieren. Da sieht man, das Thema Gesundheit, Medizin ist gerade für Feierabend-User von besonderem Interesse. Es wundert nicht, weil hier wurde schon gesagt, Best-Ager, die besten Jahre sind halt oft nicht immer nur die besten Jahre, sondern es sind auch Jahre, in denen gesundheitliche Probleme auf uns zukommen und es werden Lösungen gesucht dafür. Bei Reisen sieht man, dass so das Gesamtinternet sich gar nicht so sehr unterscheidet von dem, was unsere User suchen. Bei Ernährung, Diät, klar, großes Thema auch für Ältere. Schönheit, Kosmetik, ebenfalls ein großes Thema für Ältere. Bei uns werden diese Inhalte in einem redaktionellen Teilbereich angeboten. Wir hatten ursprünglich versucht, Marketing per Banner zu machen. Wir hatten vereinzelte Advertorials, Direktmarketing. Machen wir das so, dass wir sogenannte Thementreffs haben, Specials, in denen wir gerade diese Themen, die man hier sieht, transportieren. Diese Thementreffs setzen sich zusammen aus verschiedenen Inhalten. Ich habe so links sind so zwei Screenshots von Thementreffs. Es sind einmal Reise- und Erfahrungsberichte von Mitgliedern, die wir dort unterbringen. Wir haben Bildergalerien von Mitgliedern. Wir haben diese sogenannten Berichte über Produkte, die dort auftauchen. Wir haben ein Forum zum Austauschen. Wir haben redaktionelle Inhalte, die entweder in der Redaktion selbst erstellt werden oder auch teilweise von dpa geliefert werden. Und wir haben die Advertorials von Werbepartnern, von Kunden oder auch Anzeigen, die in diese Bereiche hineinpassen. Das Ganze geht Richtung Content Marketing, ein Begriff, der ja immer mehr auch in dem Bereich mittlerweile zur Sprache kommt. Ich will auf unsere Produkttests eingehen. Wir testen seit Anbeginn sehr, sehr viele Produkte. Es werden Produkte getestet wie Online-Shops, es werden Dienstleistungen getestet, es werden Nahrungsergänzungsmittel getestet, es werden aber auch Reisen getestet. Es ist im Grunde genommen ein hoher Nutzwert für Unternehmen, weil es gibt ehrliches Feedback durch die älteren Kunden, es gibt Optimierungsvorschläge und nicht selten haben Unternehmen diese auch aufgegriffen, um Produkte Senioren altersgerecht zu erstellen oder auch eine Verpackung Senioren oder altersgerecht zu erstellen. Es ist natürlich auch hoher Nutzwert für die Tester, die ehrenamtlich arbeiten, aber eben hochwertige Produkte erhalten, oft mit nach Hause nehmen dürfen oder wenn sie verreisen, eben auf Reisen gehen können beispielsweise. Was zum Beispiel? Ich komme, was wir getestet haben. Das sind vier Beispiele, was wir getestet haben. Einmal der Dyson-Staubsauger, war ein neueres Produkt, das wir getestet haben, etwas älter, dass wir Senioren in den Europapark Rust geschickt haben und die dort Achterbahn gefahren sind. Wir haben dann noch einen Film zu dem Ganzen gedreht und das kam super an. Gerade der Europapark Rust hat viele Anregungen, die damals kamen, auch umgesetzt, hat also im Prinzip das Ganze auch wesentlich seniorenfreundlicher gestaltet. Muss man schon auch sagen, also wir haben auch versucht, Senioren als Zielgruppe zu gewinnen, wobei ich persönlich eine Erfahrung habe, die mich ein bisschen geschockt hat. Also ich gehe auch schon langsam auf die 60 zu, ich bin 56 und war kürzlich im Moviepark in Bottrop und habe da festgestellt, dass ich nur den Seniorentarif zahlen muss. Der beginnt nämlich mit 55. Das war ein kleiner Schock für mich gewesen. Also insofern kann man sagen, es war auch seniorengerecht. Hier unten mit Berge und Meer hatten wir einen Test gehabt, da war ein Herr auf einer ärztlich begleiteten Reise in Indien mit, der hat dann darüber geschrieben, also schon auch eine ganz tolle Sache, die er da testen konnte. Und unten rechts
Na, eine Leselupe, klar, in dem Alter ist es halt einfach notwendig, auch sowas zu benutzen unter Umständen, gerade wenn man eben nicht nur 60 plus, sondern auch 70 oder 80 plus eben ist. Unsere Tests sind sehr beliebt, weil sie sind sehr authentisch und sie kommen glaubwürdig herüber, wie man ja auch an diesen Bildern sehen kann. Ich sprach vorhin von Kooperationen. Wir haben beispielsweise zusammen mit dem Meyer-Henschel-Institut in Saarbrücken, das ist das Institut, das den Age Explorer entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob das Ihnen was sagt, das ist ein Anzug, den man anzieht, der simuliert die Erfahrung, die man macht, wenn man beispielsweise 80 oder 85 ist. Ich habe den selber mal angehabt, das ist schon eine sehr anstrengende Geschichte, sich mit diesem Anzug durch die Welt zu bewegen. Mit diesem ziehen wir den jährlichen Silverpack Award durch. Das ist ein Preis für die beste seniorengerechte Verpackung. Sie sehen hier auf der einen Seite Tommy Senf in Deutschland, das ist nicht die seniorengerechte Verpackung. Auf der anderen Seite sieht man eine Öffnung in der Schweiz, das ist wesentlich leichter zu packen, anzupacken und ist auf jeden Fall die bessere Verpackung für Ältere. Wir haben weiterhin Kooperationen beispielsweise mit Bauer Media. Wir haben den Bauer Best Age Award, den unterstützen wir. Das ist ein Award, der auch einmal jährlich stattfindet, wo es darum geht, dass ältere Menschen Anzeigenmotive beurteilen, wie gut sie für sie selbst geeignet sind. Das heißt, sie geben ihre Stimme ab, sagen, ob das Bild, was sie darauf sehen, sie anspricht, ob sie die Texte für ansprechend halten und auch, was sie im Großen und Ganzen, wie sie das Ganze bewerten. Das sind Kooperationen, die im Bereich Seniorenmarketing halt für uns auch sehr wichtig waren, dass wir im Grunde genommen uns selbst dort auch positionieren konnten. Ich komme jetzt zu dem, was ich so etwa als unseren ganzen Stolz betrachte, und zwar sind das unsere sogenannten Regionalgruppen. Wir haben bundesweit 125 Regionalgruppen. Die erste Gruppe wurde vor etwa 13 Jahren gegründet. Wir haben über 200 sogenannte Regionalbotschafter, also Leiter der Gruppe, die auf ehrenamtlicher Basis arbeiten, die Seiten erstellen. Ich habe versucht, die Zahl herauszukriegen, wie viele Seiten wir eigentlich haben. Das war nicht möglich, lag unter anderem auch daran, dass unser Programmierer erkrankt ist. Ich hätte es Ihnen gerne gesagt. Ich würde es auch selber mal gerne wissen. Und die organisieren Unternehmen was mit ihrer Gruppe, machen Computerkurse, besuchen Museen, machen alles Mögliche und berichten darüber auf unseren Seiten. Also auf ihren eigenen Seiten stellen sie einen Bericht ein, den wir dann im Grunde genommen auch immer wieder veröffentlichen oder auch in anderen Zusammenhängen nutzen. Etwa ein Drittel unserer Mitglieder sind in diesen Regionalgruppen organisiert. Es sind auch viele dabei, die im Grunde genommen gar nicht so viel mit dem Internet zu tun haben und die aber durch die Regionalgruppe einen Zugang dazu dem Ganzen haben. Wir haben auch, das möchte ich noch gerne erwähnen, durch diese Regionalgruppenaktivität 2008 beim Wettbewerb Wege ins Netz einen Preis für die beste deutsche Community erhalten, und zwar aufgrund dessen, dass wir eben mehr sind als nur eine virtuelle Community, sondern eine, die dazu führt, dass auch dass Bekanntschaften eben in das reale Leben, ins wirkliche Leben zurückführen. Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einen Surf-Tipp geben. Nicht Feierabend.de, Sie werden sich wundern, aber wir haben im Januar 2013 unseren Mitbewerber Platinnetz.de übernommen und haben damit unsere Reichweite natürlich erheblich erweitert und haben damit auch um einiges jüngere Nutzer, wir kommen jetzt in die Generation 50 plus, haben wir dann auch erreicht. So. Danke, Frau Hoffmann-Meyer. Und wir warten jetzt noch auf Wolfgang Tänert, den Direktor der LPR Hessen aus Kassel. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, eine freundliche Regie hat mir das Schlusswort zugedacht und ich habe lange überlegt, warum. Bin dann darauf gekommen, dass es vielleicht das Alter ist. Deswegen erlaube ich mir mit einer
persönliche Bemerkung zu beginnen und dann aber mit einem konkreten Vorschlag zu schließen. Zunächst mal die persönliche Bemerkung. Mit dem Älterwerden geht es mir wie mit dem Tod. Ich bin dagegen. Das kommt nicht von mir, sondern das kommt von Woody Allen. Und das wollte ich Ihnen noch sagen, weil das, glaube ich, mein letztes hessisches theoretisches Mediengespräch ist. Zum Thema aber dennoch einige wenige Bemerkungen. Ich glaube, aus der Diskussion ist deutlich geworden, dass man immer wieder eine Frage stellen kann: Warum diskutieren die jetzt über Grand Lied, gut situiert, im Kreise zweier benachbarter und befreundeter Landesmedienanstalten? Also erster Punkt, erste Bemerkung, Relevanz des Themas für die Landesmedienanstalten. Auch wenn Herr Thoma das heute nicht so deutlich gesagt hat, wir haben schon eine Aufgabe, die weit darüber hinausgeht, ich sag mal, uns miteinander selbst zu beschäftigen oder uns zu beschäftigen mit den öffentlich-rechtlichen Programmen, sondern die Landesmedienanstalten haben schon die Aufgabe für Vielfalt in audiovisuellen Medien, also in Hörfunk und Fernsehen zu sorgen. Und das tun sie in einem begrenzten Umfang, da ist Helmut Thoma zuzustimmen. Da dürfen wir nur das, was uns das Gesetz erlaubt, nämlich bei Ausschreibung und Zulassung, unsere Stimme erheben durch die pluralen Gremien, die diese Auswahl zu treffen haben. Bei der Kanalbelegung und bei der Förderung vielfaltsgewährender Versorgungsinfrastrukturen, also bei der Frage von Übertragung. Zweite Bemerkung, auch das ist heute mehrfach angesprochen worden, der demografische Wandel. Ich glaube, anders als Klaus Goldhammer, er kommt viel schneller, als wir denken oder als wir vermuten. Während heute jeder Fünfte über 60 Jahre alt ist, wird man 2030 und im Jahre 2030 jeder Zweite über 60 sein. Dabei ist Alter, auch das kann man nur repetieren, nicht Alter und lässt sich nur begrenzt an Lebensjahren bemessen. Begriffe wie junge, alte, best, silver, golden, ager, jung, kaum meliert und gut situiert verdeutlichen, wovon ich spreche. Dazu kommt, dass auch die Soziodemografie viel komplexer ist als gedacht oder vermutet. Dazu gibt es gerade bei Ihnen hier in Thüringen eine ganz schöne Studie der TU Ilmenau mit dem wunderbaren Titel Doppelklick statt Doppelherz. Eine Untersuchung über altersgerechte Mediennutzung oder altersaffine Mediennutzung über alle Medien, also Print, Hörfunk, Fernsehen und online. Das ist gar nicht so einfach, denn wer ist alt? Die über 50-Jährigen, die heute angesprochen, oder die über 60-Jährigen? Wie sind die Einkommensverhältnisse eigentlich? Auch dazu haben wir heute was gehört. Die variieren ja nicht nur zwischen den Altersgruppen, sondern sie variieren auch zwischen Ost und West, Stadt und Land. Das Zeitbudget, viele Alte stehen nicht mehr im Erwerbsleben und haben damit natürlich viel mehr Zeit fernzusehen, bis zu 5 Stunden am Tag sehen über 60-Jährige fern. Davon hat sozusagen die Werbewirtschaft nur begrenzt etwas, denn sie sehen, das ist nun heute sehr deutlich geworden, öffentlich-rechtliche Programme, die dritten ZDF und ARD, und sie sehen Nachrichten, Service und Dokumentation, und die sind bekanntlich nicht sehr werbeaffin. Welche Programme sollten es also sein? Auch das, da unterscheiden wir durchaus bestimmte Milieus, die traditionsverwurzelte, wie sie so schön heißen, konservative, etablierte und prekäre. Also eine Frage, die nicht nur vom Alter, sondern auch von der jeweiligen Lebenssituation, auch der sozialen und wirtschaftlichen Lebenssituation abhängt. Und last but not least wird es nicht einfacher dadurch, dass wir, jetzt sage ich mal wir Ältere, natürlich gar nicht als Ältere angesprochen werden wollen. Wir wollen ja gar nicht älter sein. Wir wollen allenfalls die jungen Alten sein, aber nicht die alten Alten. Ich kann Ihnen dazu aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mir vor 2 Jahren ein neues Familienauto gekauft, gehe in den VW, gehe zu meinem VW-Händler, den ich auch privat kenne, und ich weiß nicht, welcher Marketing-Experte ihn beraten hat, er kam mir entgegen und sagte: Ach, Herr Tehnert, soll es denn diesmal ein Golf Plus sein? Der hat mich verloren als Kunde. Ich dachte eher an so ein schickes
tiefes Passat-CC-Modell. Also auch da ist noch einiges zu tun, wenn man sozusagen seine Ware oder seine Dienstleistung oder sein Programm verbrauchergerecht an den Kunden bringen will. All das sind Stichworte, die allerdings die Unsicherheit auch nicht verbergen und die Hypothesen und Gefühle, die wir heute angesprochen haben, gar nicht verbergen. So, und jetzt komme ich zu der Frage, wie kann man so etwas mehr aufklären, wie kommen wir zu einem Medienangebot, nicht nur Fernsehen, sondern Medienangebot, das zwischen Herrn Thoma und Frau Peschke angesiedelt ist, also zwischen Qualität und Wirtschaftslogik angesiedelt ist. Wir haben, das ist auffällig, für Jugendliche und wir haben für Kinder Studien. Da gibt es die KIM-Studie und da gibt es die JIM-Studie, also Jugendliche in Medien oder Kinder in Medien. Aber wir haben so etwas für ältere Generationen nicht. Und der erste Schritt, zu einer Änderung von Verhältnissen zu kommen, ist immer sozusagen Tatsachenaufklärung zu betreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass seitens Medienanstalten auch so etwas wie eine SIM, jetzt muss ich mit dem Wort Senioren aus, eine SIM-Studie, also Senioren in Medien, ein Stück weit zur Aufklärung beitragen können. Was könnten Sie dabei erfahren? Sie könnten erfahren, was fehlt an Inhalten. Sie könnten erfahren, wie man diesen fehlenden Inhalt ein Stück weit in unsere Medienwelt bringt, ihn realisieren könnte. Dazu fällt mir natürlich auch die Konzentrationskontrolle von Herrn Thoma ein. Mir fiel aber auch die Arbeit an einem Begriff Vollprogramm ein. Mir fiel auch ein Anteil ein, den man festschreiben könnte für bestimmte Inhalte an Informationen, Bildung, Beratung und Unterhaltung. Auch da gibt es noch viel zu tun und das sind doch, glaube ich, die besten Aussichten, nicht nur fürs Älterwerden, sondern auch die besten Aussichten für das nächste hessisch-thüringische Mediengespräch. Das, wenn ich das richtig weiß, lieber Jochen Fasko, wieder in Hessen stattfinden würde, zu dem wir jetzt schon herzlich einladen. Aber zuvor, und das mag der Trost für heute Abend sein, lädt der Kollege Jochen Fasko herzlich ein zum Abendempfang der TLM. Um 18 Uhr im Palmenhaus am Anger, also in diese Richtung, über die Hauptstraße, über die Fußgängerstraße, sind alle herzlich eingeladen. Da, wo Sie noch keine schriftliche Einladung haben, hiermit die persönliche Einladung, übergebracht durch den hessischen Kollegen. Vielen Dank mal.